Hallöchen und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern wegen dem Hintergrund oder sonstiges. Ich wollte bei Tageslicht drehen und habe in meiner Wohnung Möglichkeiten gesucht, wo ich am besten mit Tageslicht filmen kann. Ja, das war leider nicht ganz so einfach, wie ich gehofft habe. Deswegen, heute mal ein sehr merkwürdiger Hintergrund, aber ist egal. Ich wollte nur, wie gesagt, die schöne Sonne nutzen und nicht extra die Lampen dafür aufstellen. Ihr verzeiht mir hoffentlich. Und zwar geht es heute um einen, naja, kann man schon Horror sagen, aber es geht hauptsächlich darum, ich habe Geburtstag gehabt und möchte meine Geburtstagsgeschenke euch gern zeigen. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Es geht los. So, ich bin jetzt 31 geworden am 8. Juli. Und da habe ich natürlich auch Geschenke gekriegt, wie jeder Geschenke kriegt, nehme ich mal an. Und zwar wollte ich unbedingt, ich hatte ja schon eine Essenspalette und die zwei wollte ich auch unbedingt noch haben. Das ist einmal diesen wunderschönen Farben. Sieht man das? Ist halt noch die Folie drauf, ne? Und mit diesen wundervollen Farben. Da könnte ich auch mal zu jeder Palette, die ich eigentlich besitze, könnte man ja mal ein Augen-Make-up machen. Wäre ja mal eine coole Sache, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Idee gut findet. Meine Schminksammlung werde ich euch auch noch präsentieren. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich sich inzwischen einige Paletten zusammengesammelt haben und man könnte ja mit jeder Palette, die ich besitze, ein Make-up schminken. Wäre ja eigentlich eine coole Idee, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet. So, dann kommen wir weiter zu den nächsten. Und zwar habe ich die mir bestellt von Amazon. Das ist eine Bluse mit langem Ärmelchen. Die ist sehr, sehr, sehr schön und war auch nicht teuer, plus 2-3 Euro. Ich guck mal nach, ob ich den Link noch finde, dann stelle ich euch den Link in die Infobox. Jedenfalls ist die sehr schön. Ich habe auch auf Instagram ein Foto mit der Bluse gemacht und ich habe hier eine Fliege, die mich nervt. Hau ab! Auf Instagram kann man dann immer so sehen, was ich so für Sachen anhabe. Also ich versuche immer, die Bilder noch ein bisschen schöner zu machen. Momentan sind hauptsächlich Selfies drauf. Aber ich arbeite daran, dass das nicht nur Selfies werden, sondern dass es auch mal Ganzkörperfotos und sowas werden. Ja, genau. Dann kommen wir zu einem Fehl. Das habe ich mir auch bestellt zum Geburtstag. Allerdings passt es mir nicht. Es ist ein Badeanzug gewesen, aber er ist viel zu eng. Ich komme nicht rein. Passiert. Der hat auch bloß 2-3 Euro gekostet, von daher ist zu verschmerzen. Ich werde ihn aufheben, bis meine Tochter ihn irgendwann anziehen kann. Nur, ich passe nicht rein. Absolut nicht. Und ich bin eigentlich nicht so problematisch, was das betrifft. So, dann haben wir als nächstes ein Kleid, das hatte ich letztens auch bei einem Foto auf Instagram an. Und zwar ist das so ein kurzes Kleidchen mit hier sehr viel. Wobei man sagen muss, ich habe schon bei einigen das gesehen, wo sie gesagt haben, das geht gar nicht, das ist zu viel und sowas. Aber wenn du einen schwarzen BH drunter ziehst, dann tut der schwarze BH sich damit arrangieren und es ist nicht mehr ganz so freizügig obenrum. Ich habe es schon ein paar Mal angehabt. Ich muss dazu sagen, es ist sehr luftig. Das heißt, wenn eine Windböe kommt, dann flattert das Kleid nach oben. Also man sollte nicht das Kleid bei Wind draußen anziehen. Das habe ich schon festgestellt. Und zum anderen, es ist nicht gerade sehr hochwertig. Also es hat bloß ein paar Euro gekostet und das sieht man dem Kleid auch an. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr hübsch. Das ist mein Empfinden dazu. Dann haben wir als nächstes, das gehört hier gar nicht rein, das ist aus Versehen hier reingeplumpst,
Einen Badeanzug, den habe ich bei New Yorker. Bei New Yorker gekauft. Klingt ein bisschen witzig momentan, dass ich sage gekauft, obwohl es meine Geburtstagsgeschenke sind. Aber mein Mann weiß immer nicht, was er mir schenken soll. Also schenkt er mir sozusagen eine Art Gutscheine oder Geld und ich kaufe mir davon was. Also das ist ein Bikini, ein Badeanzug, besser gesagt. Der ist sehr schön getragen, sieht er sehr schön aus. Allerdings habe ich damit noch keine Fotos gemacht. Muss ich mal nochmal. Mal gucken, wann ich dazu komme. Jedenfalls ist der sehr, sehr hübsch. Dann haben wir, ich versuche mal hier ein bisschen schneller zu machen. Dann haben wir, das habe ich noch nicht angehabt, deswegen ist hier auch noch ein Schild drin. Das ist so ein Crop-Top oder wie man das nennt, also sehr kurzes Top. Stinkt normal, mit hier ein bisschen was, das ist der Rücken. Mir gefallen solche Teile eigentlich ganz gut. Dann habe ich, ist ein Pullover für nicht ganz so warm. Den fand ich aber so schick, dass ich mitnehmen musste, weil der an der Seite hier diese Ringe hat und halt die Haut dort durchscheint. Das heißt also, wenn es leicht kühl im Sommer ist, ist der ideal. Er ist auch nicht zu dick oder so. Und er hat einen tollen Stoff, der mir sehr gut gefällt. Ich glaube auch aus New Yorker. Sehr schöner. Fühlt sich gut an, der Stoff. Dann geht's weiter. Das ist auch aus New Yorker. Das ist ein Lederrock. Habe ich auch noch nicht draußen getragen. Werde ich aber bestimmt bald mal tun. Mir gefällt er und er hat mich an was erinnert. Es gibt ein Foto von meiner Mutter, da hat die so einen Lederrock an. Und als ich den gesehen habe, musste er einfach mit. Gut, dann haben wir hier als nächstes ein Oberteil. Das ist ein rot-weiß gepunktetes. Ist auch ziemlich kurz geschnitten. Für den Sommer ideal, wenn man ein Röckchen dazu anhat, was ein bisschen über den Bauchnabel geht. Und das gleiche habe ich mir gleich nochmal in schwarz gekauft, weil war alles runtergesetzt. War, glaube ich, aber auch alles New Yorker. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft. Müssen wir mal gucken, wo ist der Anfang? Ja. Das ist ziemlich kurz und hier an der Seite sind noch solche Pluderärmchen dran. Wie gesagt, ich werde sowas so nach und nach dann Fotos davon machen und auf Instagram stellen. Gut, wie geht's weiter? Hier ist nochmal ein Oberteil, das ist Oberkürzer. So kurz geschnitten, also das ist ziemlich, meine ich. Aber mit langen Ärmeln. Eine Variante, wo man mal einen Rock anziehen kann und ein langes Oberteil dazu anziehen kann. Dann haben wir hier noch etwas, das werde ich demnächst auch nochmal anziehen. Das ist auch nochmal von Amazon ein Kleidchen. Es ist allerdings sehr, man sieht es, durchsichtig. Also ob man damit rausgehen kann, konnte ich noch nicht austesten. Ich habe es zwar schon mal angehabt und mein Mann fand, es ist nicht, doch nicht mehr ganz so durchsichtig. Also mal schauen. Jedenfalls ist das hinten nur geschnürt und sieht total schick aus. Also für Fotos oder sowas auf jeden Fall sehr schön. Ob es auch für draußen zum Tragen ist, das weiß ich noch nicht. Müssen wir testen. Und das hier ist das absolute Highlight von den Klamotten, die ich geschenkt gekriegt habe. Und zwar ist das so ein Katsuit. Da ist eine Hose dran mit hier sehr schönen Knöpfen und einem Reißverschluss. Und obendrauf ist halt dieses Gebimse, wie eine Bluse. Sieht schick aus und der Stoff ist auch luftig leicht, also für den Sommer ideal. Das waren hauptsächlich Klamotten, also wie ihr gemerkt habt, ich habe zum Geburtstag hauptsächlich Klamotten gekriegt. Und halt die zwei Mega-Paletten. Und jetzt kommen wir aber zum absoluten Highlight, was ich euch nicht vorenthalten wollte, denn ich habe mich drüber sehr gefreut. Ich habe mal eins von meinen Videos, 10 Fakten über mich, mal erzählt, dass ich ein totaler Drachenfan bin. Und da haben mir meine Eltern ein Drachenmädchen geschenkt.
Die hat so einen wunderschönen Drachen auf dem Arm. Und die Flügel sind toll. Die sind richtig toll. Die sind so zum Dranstecken. Die kann man abmachen und wieder dranstecken. Die ist total schön, finde ich. Ich bin ein totaler Drachenfan. Wenn ihr vielleicht mal meine komplette Drachensammlung sehen wollt, dann könnt ihr das mir auch unten in die Kommentare schreiben oder mit einem Daumen nach oben zeigen. Dann weiß ich Bescheid und dann würde ich mal ein Video machen über meine kompletten Drachen, die sich im Laufe der Jahre bei mir angesammelt haben. Und das sind nämlich gerade wenig. Außerdem habe ich auch Schmuck, Accessoires, zum Beispiel die Kette, die ich ständig trage, da ist der Drache drauf. Und auch andere Accessoires, wo Drachen drauf sind, besitze ich auch. Gerade unterbrochen wurden, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich im Übrigen auch abonnieren. Die meisten sagen, das ist kostenlos. Also es ist kostenlos. Dann könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe immer mehr festgestellt, dass sehr viele meine Videos gucken, die gar nicht mich abonniert haben. Also ihr könntet das ja tun. Da würde ich mich freuen. Ja, ansonsten wollen wir mal nicht lange labern, damit das Video nicht so lang wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Eure Gloria.